SKGI 2021 Kongress Highlights. Wir haben eine wichtige Studie besprochen beim kolorektalen Karzinom. Da kann man bei einem kleinen Teil der Patienten, welche Metastasen entwickelt haben, die Immuntherapie einsetzen. Das geht eben leider nur bei Patienten, die einen sogenannten mikrosatelliteninstabilen Tumor haben. Bei den Patienten hat man gesehen, dass ein Checkpoint-Inhibitor, Pembrolizumab in diesem Fall, eine deutliche Verbesserung des progressionsfreien Überlebens zeigt. Also der Unterschied war sehr deutlich und das sollte jetzt eigentlich in der Klinik gemacht werden. Wir testen alle diese Patienten, ob sie diese Veränderung haben, und falls das der Fall ist, wäre das ein guter Grund, die Immuntherapie von Anfang an einzusetzen. Diese Therapie wird als Infusion gegeben, alle 2 Wochen, und ist in der Regel eben gut verträglich. Und was man auch jetzt eben gesehen hat an diesem Kongress, die Lebensqualität wird damit eben besser erhalten, wie wenn man eine Chemotherapie macht. Mit der klassischen Chemotherapie wurde es verglichen. Ein wichtiges Highlight für mich jetzt bei diesem Kongress war, dass eben am Anfang, wenn man dann schaut nach den ersten 3 Monaten, trotzdem gewisse Patienten natürlich einen Rückfall machen können oder der Tumor trotzdem wächst. Und da muss man eben Acht geben, weil eben nicht alle Tumore, die dann wachsen, unter dieser Immuntherapie auch effektiv wachsen. Man nennt das eine sogenannte Pseudoprogression. Der Tumor wird zwar größer, aber es ist eben ein Anschwellen des Tumors, was eigentlich für die Wirksamkeit der Therapie spricht, und man sollte dann nicht die Therapie schon abbrechen. Das war mir nicht bekannt, dass so viele Patienten bei der ersten Bildgebung, die man macht normalerweise nach 3 Monaten, wenn man dort ein Wachsen sieht des Tumors, dass bis zu 50% der Patienten eben kein wirkliches Wachstum haben, sondern eine Wirksamkeit der Therapie haben können. Und das sollte man bei der Therapiedurchführung bedenken. Trotzdem, diese Daten sind wichtig für alle Patienten, die ein kolorektales Karzinom haben und diese Veränderung haben. Man sollte unbedingt diese Immuntherapie dann einsetzen. Nur bei ganz wenigen Fällen ist das vielleicht nicht sinnvoll, aber bei den meisten eben schon.